spielen mal Welcome to the Game 2. Ha? Du sollst mal Welcome to the Game 2 spielen. Wieso? Ist ein gutes Game, du könntest es enjoyen. Worum geht's da? Im Grunde ist es so eine Art Horror-Game, aber es ist, also, du bist quasi so ein Journalist irgendwie, egal was die Vorstory ist, scheiß mal drauf. Auf jeden Fall versuchst du so einen Typen zu hacken, der Frauen entführt und sie auf so einer Webseite quasi präsentiert, indem er sie, wie gesagt, entführt und dann so einen Selfie-Stick in die Hand drückt und sagt, yo, hey, hier, Bitch, zeig dich mal. Und dann können die User, die den Stream sehen, entscheiden, ob die Alte umgebracht wird oder nicht. Und du versuchst, den Typen zu überführen. Ja. Und das kannst du das machst du halt, indem du hingehst und 8 Teile von so einem Master Key findest. Und die findest du halt, indem du auch im Deep Web einfach rumbrowst, quasi in-game. Okay. Und es ist super nice, Digga. Und du musst halt auf verschiedene Sachen achten. Ich will jetzt nicht alles spoilern, aber. Ist das so wie Heavy Rain oder wie funktioniert also wie ist das Spiel? Nein. Also du bist halt in-game an einem PC. Ja, aber ist das nur Point and Click oder? Nein, du kannst auch aufstehen und so. Und du musst auch aufstehen. Du musst zum Beispiel Dinge platzieren und so, aber die meiste Zeit bist du halt an dem PC in-game. Und es ist halt so eine Desktop-Sicht, weißt du, wie ich meine? Ist sehr, sehr sexy, Bro. Heißt, spiele ich ein Spiel, wofür ich am PC sitze, wo ich dann im Spiel am PC sitze? Ja, das hat gestern auch jemand gesagt, Alter. So dumm. Irgendwann verklage ich euch. Auch ich habe eine Pump. Einer knockt. Sein Fuck-Teammate kommt wahrscheinlich zu mir, Bro. Was zum... Ein AP. Ist es der hier bei mir? Bro, ich schwör's euch, ich hatte ein Lag. What the fuck, Alter? Ich hatte nicht mal Sound gerade. Ich hab nicht mal seinen Schuss gehört. Ist dich auch muten oder eher nicht so? Oh mein Gott, ich war gemutet, Bro. Ich hatte irgendwie ein Lag. Dieses Ding dann, dass du piepst, wenn du gemutet bist. Nein, das ist ja überschwul. Mate, ist halt niemand. Ja, weil es nicht mehr braucht. Leute raffen, wenn sie gemutet sind. Weißt du, Bro, bei den anderen Leuten, mit denen ich streame, da muss ich mich nicht muten, weil ich mit dem Typ, mit dem ich zocke, gute Konversationen führen kann. You feel me, Bro? Ja, Digga, wenn man offstream ist, vielleicht. Aber onstream, ich meine, warte, ich mach's euch an, Chat, okay? Hier. Test. Schwanz. Arsch. Also, ganz ehrlich, also professionell ist das nicht. Jemand schießt auf mich? Ja, der Dude, der hier neben mir gelandet ist, eine Waffe. Einer down? Oh, der hat auch eine Waffe. Ich bin, glaube ich, dead. Ich kann dir helfen, komm, wo bist du? Ist es deine Falle hier? Ja, ne? Ja, komm zu mir. Ganz kurz. Er ist direkt bei mir. Ne, hier bei mir. Fällt ihn in die Falle. Nein! Ist knocked, ist aber nicht der. Da kommt jemand angeflogen, Bro. Komm rein. Du fettes Schwein, ich rieche an deinem Bein. Das riecht fein. So, Ronny. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Och, Veni, warum bist du denn schon wieder gemutet? Ich versuche mit dir zu reden. Hallo, Veni! Wo hast du denn mit mir geredet, Alter? Bro, ich darf heute nicht so laut sein, weil mein Fenster ist offensichtlich voll Idiot. Sonst muss ich mir wieder anhören, dass vom Nachbar der Sohn nicht schlafen kann, weil er morgen in die Schule muss. Alter, nice. Das ist der beste Loot ever. Oh mein Gott, das ist der beste Loot ever. Ey, Veni, weißt du, was funny ist? Meine Mom war, meine Mom ist halt ins Ausland geflogen für so einen wichtigen Businessflug. Business-Meeting. Liegt in der Familie. Und, auf jeden Fall war sie halt am Tegel Flughafen und wurde rausgecatcht, so für Zoll und so. Und musste halt ihr Rucksack auspacken. Und dann, sie hat halt so einen Gaming-Laptop und keiner weiß warum, aber sie hat halt einen. Und sie hat halt dieses Laptop rausgeholt und der Typ... Dieses Laptop? Und dann meinte der Typ so mit einem großen Fragezeichen, so von wegen so, what the fuck, warum hast du einen Gaming-Laptop? So, Gaming-Laptop? Und dann meinte meine Mom so, naja, ich... Damn, son, where'd you find this? Ich zock ab und zu. Und dann er so, ach wirklich, was zocken sie denn? Und meine Mutter so, naja, so Fortnite und so. Und er so, wirklich? Und sie dann so, nee, mein Sohn zockt ab und zu. Und der hat vorher den Nachnamen gesehen. Und dann meinte er so instant so, ach so, macht ihr Sohn auch so mit Streaming und so? Und meine Mutter so, ja. Und dann hat sie alles wieder zusammengepackt, ist gegangen. Und als ich schon aus dem Zoll raus war, ist er so hinterhergerannt, hat so mein Twitch-Profil offen gehabt und meinte so, ist es der hier? Ist es Papa Platte? Bro, what the fuck, Alter? ja. Oh, Bro, bei mir? Oh, fuck. Wo ist der, Bro?
Ich troll. Ist down. Bitte entspannen Sie sich da drüben, okay? Dankeschön. Ich bin nach Berlin geflogen. Ich baue was zum Bauen erstmal. Und auf dem Flug hat eine Stewardess mit mir ein Foto gemacht, ein Selfie. Für ihren Sohn. Weil der mich halt kannte, die war halt irgendwie so Mitte 40. Und dann 3 Monate später bei der Vienna Comic Con kam ihr Sohn mit dem eingerahmten Foto und mit dem Selfie von seiner Mom und mir und hat das unterschreiben lassen. Ach so, okay, erzähl weiter. Und was dann passiert? Ja, das war's. Ah, okay, coole Story. Bro, ich hab gerade Fahrstuhlmusik angemacht. Du kannst doch jetzt nicht aufhören zu reden. Ah, mit dir rede ich einfach gar nicht mehr. Wenn du einen Diss-Track gegen den Chat machst oder einen Roast Yourself, dann schaff dir einen Ghostwriter an. Danke. Na, Bro, ich kann gute Rap-Texte schreiben, glaub mir. Ich reim cooler auf schwuler und so. Ich bin ein guter Rapper, glaub mir. Alle meine Brüder pushen! Alle meine Cousins pushen! Oh shit, Alter. Auf den Schlag erstmal an der rechten Seite der Nase rumkratzen. Awesome. Warum heute so gut gelaunt? Bro, die Hustle Week hat begonnen. Yo, jeden Tag zu normalen Uhrzeiten aufstehen. Normalen für mich. 9.30 Uhr. Okay. Vor allem pünktlich aufstehen und einen Wecker stellen. Ich habe mir seit 2 Monaten keinen Wecker mehr gestellt, warum auch immer. Und produktiv sein. Ins Gym gehen 3-mal die Woche. Ja, Mann. Ich bin hyped, endlich meinen YouTube-Channel in den Griff bekommen. Ich bin einfach hyped. Wie viel Holz hast du? Ich habe 300 Holz, sonst nichts. Was gibt's für Holz bei dem Automaten? Chuck. Oh, nice. Für 500, ne? Ja. Ja, lass machen, let's go. Geil. Ich hab schon einen gekoppt. Oh, sweet. Oh, ganz kurz, Gegner. In so einem animierten GIF, was aussieht wie Wii. Du bist voll weit weg von mir. Du siehst die zwei Dudes, ja. Ich hab nicht viel zum Dingsen. Seh die nicht, ne? Ach, oh fuck, Alter. Richtung Osten, da wo der Schuss herkam. Der hintere hat kein Schild mehr. Lauf nach hinten weg. Sind out of zone, ne? Einer knockt. Der rechte ist knockt. Ah, wir YOLO mal ein bisschen rein hier. Wo ist denn der andere? Ist der noch drinnen im Bild? Ja, da rechts will sein Teammate reviven. Okay. Nee, nicht da. Ja, mach weiter, ich werf Granaten. Perfekt. Ein Hit. Bro, what the fuck? Zweiter wieder am Leben. Warte, down. Nice one. Hier bin ich ein bisschen Gegner, by the way. Oh my. Kannst du beschreiben, wo? Also. Vor mir irgendwo, weiß nicht genau wo. Da, wo du hinläufst? Ja. Okay. Hier bei dem Holz vielleicht, bei dem, wo gebaut ist, diese Treppen? Ja, ja. Oh ja, da drin, 2 Stück. Ich flank über die linke Seite. Ja, die pushen zu dir. Dann hast du below. Headshot. Oh mein Gott, knocked. Oh, Bro, das war ein. Der andere ist dahinter. Da kommen ein paar Granaten an. Oh, fuck. Ah, leck, Mann. Fucking Pot. Jetzt von irgendwo gesniped. What the fuck? Über den Leck gerade. Auch schon wieder. Ja, ja. Genau, wenn ich den Shotgun schießen wollte. Ja, geil, Alter. Bitte kill ihn, Mani. Der mit technischen Problemen. What the fuck? Bro, ich hatte 2-mal einen Lag und dann hatte ich keine Muni mehr in meiner fucking M4. Und vor allem bin ich so jemand, wenn ich den ersten Schuss komplett in den Arsch mache, dann bin ich so instant unconfident und treffe nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Du hast jetzt eine blaue Eier, was ich meine. Ja, bist du in der S-Bahn geboren, Alter? Man macht die Tür hinter sich zu. Ah ja, blaue Eier nehme ich. Ich bräuchte auch noch AR-Muni, Bro. Hast du das große Schild? Nicht nehmen. Nein. Oh, jump it! Watch out, boy! Hier bei mir? Unter dir, ja. Mit gute Hits. Kein Schild mehr. Keine Ahnung, wo er ist. Hier bei mir. Hat einen Hit. Ist down. Oh, Bro, ich könnte mir hier noch einen großen holen. Komm her. Was, komm her? Haben wir Metall 300 Stück? Auf dem Berg war noch jemand, ne? Hast du gehört? Hast du noch Muni für Rifle, Bro? Ich hab 80 oder 90 Geil. Oder 200. Ja, ein bisschen kann ich dir geben.
Okay, aber ich wollte kurz fragen, Brudi, wie ist es bei dir in der Familie? Pushen deine Onkels und deine Brüder? Lass mich hier hoch. Nein, ich will das. Na, hier drüben hin. Alter, diese Lag die ganze Zeit, hast du es auch? Ja, so wie so Mini-Standbilder habe ich halt. Ja, ja, ja. Ah, ich muss ein bisschen safe mit meinem Zeug umgehen. Mit meinem Zeug! Ey, drei Leute leben noch, außer uns. Der hat nur den einen da, oder? Das ist zwei. Weiß nicht, ich habe nur einen gesehen bis jetzt. Aber der hat auf zwei weitere geschossen, die weiter hinten waren. Oh ja, dahinter baut noch jemand. Er wird gerade gepusht. Mach entspannt, Bro. Ah, oben drauf auf dem Ding. Der war close, Alter. Sollten die letzten zwei sein, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir chillen, aber die sind auch in der Zone. Ah, ich wünsche, wir hätten einen Jumphead, Bro. Ja, lass mal auf nächste Zone abwarten, oder? Ja, ja, auf jeden. Das sind safe PUBG-Spieler. Ja. Ja, wir können aber auch gar nichts anderes machen als zu PUBG. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei wenig aussieht, aber... Na, ich habe auch keinen guten Winkel auf die. Das sind beide einfach hinten. Ich hab echt Bullshit gerade, also zu pushen wäre einfach übel hole. Alter, die bewegen sich beide gar nicht. Das ist so toxic, Alter. Ich beweg mich, Bro. Ich move kurz zu dir rüber. Oh, du bist in der Zone. Ach so, ach, deswegen hast du jetzt Boy gesagt. Ich dachte, wir müssen beide moven. Die gehen jetzt los, glaube ich. Mhm. Die sind unten. Bei diesem Tower unten. Einer hat jetzt, 18er. Die pushen über links. Ich guck, ob ich die links abfangen kann. Schon, dass wir die Hergang fatten können, ja. Naja. Ja. Oh, hier bei mir. Ist schon oben. Ah, ein Headshot. 30 HP, stirbt. Non. Der andere kommt. Let's go, baby. Alter, nice. 12 Kills wieder. Good job, bro.